Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu eurer neuen Zweitagesbotschaft für heute und für morgen. Das Video ist wie immer zeitunabhängig, dann wann du schaust, dann wird es für dich von heute an bis morgen Abend sozusagen von Relevanz sein. Von Relevanz. Ich habe jetzt relevant sein gesagt, aber wisst ihr, manchmal sind ja die Wörter so Zungenbrecher. Also dann wird es von euch von Relevanz sein. Sicherlich könnt ihr euch etwas danach rausziehen. Denkt auch dran, dass ihr auch immer die Möglichkeit habt, im Vorfeld Fragen zu stellen oder euch einfach über die Botschaftenkarten inspirieren zu lassen, vielleicht auch etwas an dem Tag noch zu erledigen, anzugehen, vielleicht auch eine Veränderung zu kommen oder. Seid da wirklich eurer Fantasie, setzt da keine Grenzen, seid da ganz frei und münzt das im Kollektiv-Orakel auf euch um. Und ansonsten sehr, sehr gerne, unter Video findet ihr meine E-Mail-Adresse, kontaktiert mich und dann schauen wir ganz individuell auf eure Situation mit den ganzen 36 Lennys dann auch und natürlich mit weiteren Karten. Und im Vorfeld ziehe ich auch schon immer Karten. Deswegen, da habe ich immer ein ganzes Kartenpotpourri hier bereit für euch. Na gut, ich würde sagen, wir starten jetzt aber mal. Wir gucken uns mal an, was wir hier haben. Natürlich ziehen wir nachher noch eine Feenorakelbotschaft und eine Energiekarte mit einem schönen Mandala. Aber erstmal sind die wunderbaren Lennys dran. Vom Markiel natürlich. So. Eine Karte. Zwei Karten. Und die dritte Karte. Was haben wir da? Die Blumen. Den Ring und den Berg, okay. Ja, die Blumen, das Frühjahr, das Schöne. Irgendetwas noch im Frühjahr, vielleicht vertragsbedingt, ja, wünscht ihr euch, kommt auch. Aber entweder ist da irgendwas noch zu verändern, ihr dürft da noch mal gegen angehen, also gegen angehen hört sich immer so krass an, ne? Aber vielleicht darf man da nochmal drüber sprechen oder muss drüber sprechen, weil der Vertrag nicht so aussieht, wie ihr euch das gewünscht habt, wie ihr es geplant habt jetzt im Frühjahr. Wie gesagt, wir sind noch mitten im Frühjahr, jetzt Anfang Juni. Und auf der anderen Seite kann es auch sein, dass es einfach Verzögerungen eines Vertrages gibt. Dass da im Hintergrund noch, ja, euch wurde versprochen, ihr bekommt den Vertrag jetzt, ob es jetzt Arbeitsvertrag ist, Kundenvertrag ist, Hausvertrag, Mietvertrag etc. Das wisst ihr. Oder Erbschaftsvertrag, Notarvertrag, Bankvertrag, ne? Behördenvertrag. Aber irgendwie ist dieser Vertrag noch blockiert. Kann sein, dass da noch Entscheidungsträger noch Einfluss nehmen müssen. Es muss noch was abgeklärt werden. Manche Leute sind im Urlaub, ne? Ich meine, jetzt sind zwar die ganze Feiertagsreihe ist jetzt vorbei, aber trotzdem natürlich fangen jetzt auch schon die Sommerferien auch in Bundesländern an, ne? Deswegen, das kann auch alles sein, dass es deswegen zu Verzögerungen kommt. Aber hier ist irgendwas vertragsmäßig blockiert, nicht so, wie es sein sollte. Obwohl an sich, ihr wisst, die Blumen bedeuten ja auch, na klar, neben dem Frühjahr, aber auch das Schöne, also was uns erfreut halt auch. Manchmal muss man halt zweimal hinschauen, man muss manchmal auch ein bisschen noch geduldiger sein, man muss abwarten. Ich sage aber immer, wenn man wirklich lange gewartet hat, und lange ist natürlich immer relativ, aber ich sage immer so, wenn jemand einem sagt, ja, bis Freitag bekommen Sie Bescheid und man hat dann schon darauf die Woche Mittwoch, dann finde ich, sollte man nochmal ein Signal setzen, dass man immer noch interessiert ist und vielleicht kurz eine E-Mail schreiben oder kurz anrufen und einfach fragen, hat es Verzögerungen gegeben und einfach das Interesse nochmal kundtun, dass man sagt, also natürlich, ich möchte Sie jetzt auch nicht stressen, nur kurz Bescheid wissen, ob ich noch hoffen darf, wie auch immer. Wenn jemand sagt, bis Freitag kommt eine Info und es ist Freitagabend, dann bitte noch nicht irgendwie reagieren, auch noch nicht am Wochenende. Ich würde auch immer den Montag auf jeden Fall immer noch lassen und frühestens am Dienstag ein Signal setzen, aber wirklich frühestens. Nur mal kurz so in meiner Geschichte oder von meinem normalen Job her, ne, weil so Coachings mache ich ja letztendlich auch. Also, ne, es kann gut sein. Auf der anderen Seite ist das natürlich unsere Verbindungskarte auch. Und es kann gut sein, dass hier in Verbindung zu Herzmenschen, Familie, Freunden, Bekannten, dass da irgendwas nicht so rund läuft. Ne? Dass man da halt, ja, irgendwo eine Blockade hat, dass man irgendwo, man selbst oder die Person oder das irgendetwas, ja, querschießt. Eine Blockade ist ja immer so ein großes Wort, aber es kann einfach sein, dass da irgendwas nicht rund läuft. Dass er irgendwas nicht so, ja,
funktioniert oder irgendwie Gespräche nicht so laufen oder einfach Verabredungen nicht so, ich will nicht sagen eingehalten werden, aber irgendwas passt da halt nicht. Ne? Also das ist immer, der Berg ist da immer irgendwie, der schießt da quer, den kann, da kann man drüber sprechen, das ist immer wichtig. Ne? Nur sprechende Menschen kann geholfen werden, sage ich euch immer wieder aus meinen Kommunikationstrainings, wo ich es halt immer wieder predige. Der Ton macht die Musik und man kann alles ansprechen, wertschätzend, und deswegen kann man drüber auch sprechen. Der Ring ist aber auch manchmal so, dass wir uns im Kreislauf befinden, dass wir sozusagen, dass es nicht vorwärts geht. Wir sind so wie im Hamsterrad. Wir sind da einfach total überlastet und deswegen auch blockiert und vielleicht deswegen auch das früher gar nicht genießen können, konnten. Ne? Dass es irgendwie auch ein Signal jetzt ist, jetzt aus dem Hamsterrad raus, endlich mal auch mal wieder ein bisschen Freizeit genießen, vielleicht mal einen Berg auch zu besteigen oder einfach eine Wanderung zu machen. Also wir sind wirklich viele Hinweise wieder mal drin, viele wertvolle. Weil ich finde es auch manchmal wichtig, wenn man weiß, wenn man so feststeckt. Ne? Und wenn man sich im Kreis dreht, ist ja auch nicht schön. Ne? Da gibt es kein Vor und kein Zurück, sondern man ist einfach mittendrin und man kann nicht anders. Und deswegen ist man auch blockiert und kann das Schöne gar nicht genießen. Und das finde ich auch immer sehr wertvoll, wenn man solche Hinweise bekommt, dass man da mal hinschauen darf. Ne? Dann schauen wir uns jetzt natürlich aber die Feen-Orakelkarten dazu an, beziehungsweise die, die ich jetzt für uns hier ziehen werde. Für diese 2 Tage. Denkt auch dran, ihr Lieben, ich freue mich mega über ein kostenloses Abo und ich freue mich auch mega über den Daumen hoch. Damit supportet ihr mich und zeigt auch, dass ihr weiterhin auch meine Videos sehen wollt. Ne? Okay, jetzt schauen wir uns aber hierzu das Feenorakel jetzt hier noch an und natürlich die Energiekarte. Bevor ich jetzt hier die Karte aufdecke, gibt es natürlich unsere kraftvolle Mandala-Energiekarte noch dazu mit den wertvollen Texten auch, Hinweisen, alles. So, da haben wir die jetzt für uns. So, und da bin ich ganz gespannt, ob wir nochmal jetzt hier nochmal einen Hinweis, mal einen konkreteren bekommen durch die Feen. Perfektes Timing, okay. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass du vorwärts gehst. Ach ihr Lieben, ich finde das immer so klasse, wie die Karten miteinander harmonieren und wie das alles so passt. Und ich freue mich jedes Mal wie Bolle, dass wir zusammen hier die Karten ziehen und hier nichts gefaked ist oder so. Wie schön ist das? Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass du vorwärts gehst. Ja, wenn du dich hier in einem Hamsterrad befindest, wenn du gerade ja nicht weißt, ne, wohin und steckst fest oder so, dann kriegst du jetzt nochmal das Signal, dass du darüber nachdenken darfst, wie du aus diesem Hamsterrad rauskommst. Ne? Und manchmal müssen wir uns einfach diese Zeit auch nehmen, die so wichtig ist, darüber nachzudenken, wie kann ich was verändern? Wie oft, und ich denke, da ertappt sich jetzt jeder bei, wie oft verdrängen wir das, dass wir sagen, ja, ja, wir müssen was verändern, aber jetzt habe ich gerade keine Zeit, schieben das wieder weg und dann kommt auf einmal die nächste Situation. Und deswegen kriegst du das perfekte Timing jetzt auch, dass es jetzt wichtig ist, weil du blockierst dich. Na? Und ich habe ja vorhin auch gesagt, es kann ja auch um Verträge, um Verbindungen gehen, es kann um so viel, viele Themen auch gehen. Und wichtig ist es, jetzt das perfekte Timing ist, Sachen anzusprechen, sich Sachen anzugehen, sich zu behaupten, beweisen etc. Ne? Die Karten kommen, ne, die Deutung der Karten immer wieder, habe ich jetzt auch beobachtet, jetzt auch unsere Tagesbotschaften und die halt immer gucken, wissen es auch. Es geht echt darum, sich jetzt ein bisschen größer zu machen, endlich mal auch wirklich die Grenzen zu setzen, endlich mal Tacheles zu reden, endlich für sich einzustehen. Weil wir sind so wichtig, wir sind der wichtigste Mensch in unserem Leben. Das sollten wir auch mal lernen, das auch mal wertzuschätzen und mit uns auch so liebevoller mal umzugehen. Im Außen können wir das immer gut, aber auf uns achten wir dann vielleicht nicht. Ne? Okay, wir schauen uns aber die Energiekarte jetzt an, bevor ich jetzt hier Monologe, Wort zum Sonntag hier, halte. Schaut mal, sei authentisch. Sei in jeder Beziehung ehrlich zu dir selbst. Stehe zu dir und deinen Entscheidungen. Bleibe dir und deinen Überzeugungen treu. Und orientiere dich nur an deinen Inneren, an deinen eigenen Inneren. Sei du selbst, denn du bist ein Unikat. Und passt das nicht auch super wieder hier alles zusammen? Was habe ich gesagt? Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Es geht um dich. Du kannst alle Hürden überwinden. Und wenn es blockiert, dann schau hin, warum. Sei ehrlich zu dir selbst. Übertünche es nicht, verdränge es nicht. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass du vorwärts gehst. Hamsterrad war gestern. Blockaden, Verträgen, Verbindungen, auch gestern. Kannst du alles jetzt im Frühjahr hier noch lösen?
Weil wir starten dann auch aus dem Frühjahr in den Sommer hinaus. Und wenn wir diese Botschaften jetzt andauernd bekommen, auch mit dem Frühjahr, dann ist es auch wichtig, das jetzt nochmal anzusehen. Und sei authentisch. Authentisch heißt auch immer zu dir selbst. Weil wir können das sehr, sehr gut. Und ich schließe mich da auch nicht aus. Einfach so, oh, es ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Nichts ist Friede, Freude, Eierkuchen. Hinschauen. Geht's mir wirklich gut? Warum sind hier Blockaden? Warum? Deswegen sei authentisch. Sei in jeder Beziehung ehrlich zu dir selbst. Stehe zu dir und deinen Entscheidungen. Bleibe dir und deinen Überzeugungen treu. Und orientiere dich nur an deinen eigenen Inneren. Ja, um dich geht's. Sei du selbst, denn du bist ein Unikat. Ja, und du bist ein Individuum. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und das sollst du schätzen. Und jetzt ist das perfekte Timing, das anzugehen. Raus aus dem Hamsterrad, raus aus Blockaden, raus aus Stillstand. Im Frühjahr kannst du noch viel bewegen, weil das Frühjahr ist die Veränderungsphase. Und da ist schon zu spüren. Und ich denke mal, bei jedem wird es ein kleines bisschen auch vorwärts gegangen sein im Frühjahr. Aber hier gibt es noch was, was man anschauen darf. Und dann kannst du loslegen. Und wir haben noch das Jahr vor uns. Wir sind erst im Juni. Das erste halbe Jahr ist noch nicht rum. Und wir haben noch ein halbes Jahr. Noch ein gutes halbes Jahr in 2024. Also wenn nicht jetzt, wann dann, ihr Lieben? Ich drücke euch feste. Danke, dass ihr da seid. Und ich wünsche euch alles, alles Liebe natürlich und freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Orakel wiedersehen. Bis dann. Tschüss.